Team Wassermann, auch ihr bekommt ein Nachzügler-Reading. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe hier zwei Karten offen. Das waren gerade die letzten Karten, die sich gedreht haben, als ich fertig war mit dem Vorschaffeln. Und es kann ganz gut sein, dass einige von euch hier am Ende einer Phase in ihrem Leben angekommen sind, also vor einer Transformation stehen oder das Gefühl haben, sie ständen davor oder dass irgendwas auf sie zukommt. Also zum einen kann das die Eclipse-Energie sein, die da draußen herrscht, ja. Geht das Tastro-Update angucken, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Und zum anderen kann es einfach sein, dass jetzt hier irgendwas eine Vollendung erreicht, ja, und in ihr in irgendeiner Form weitergeht. Für viele von euch kann es bedeuten, dass das in euch Ängste auslöst. Ja, also besonders, also ich kenne es von mir, dieses Gefühl, wenn man schon weiß, irgendwas kommt auf einen zu, man kann das so überhaupt gar nicht einschätzen. Man weiß nur, dass etwas kommt, man weiß aber nicht, ob positiv oder negativ, dann kann das schon mal Unbehagen auslösen. Aber auch da gilt es, sich darauf wirklich versuchen einzulassen. Ja. Weil letztendlich, ihr könnt euch dagegen sträuben, aber es bringt euch ja nichts, weil es wird die Energie ja nicht verändern, in diesem Sinne. Ja, weil alles, was für euch vorhergesehen ist, wird kommen, ob ihr wollt oder nicht. Also lasst uns schauen. Blossoming Abundance. Broken Heart wollte rauskommen, ist aber nicht rausgekommen. Könnte, also vielleicht ist das eine Phase für euch, die sich schließt. Was haben wir hier? Und Patience, okay. Mit Storm Warning auf der Rückseite des Decks. Und das nehme ich jetzt mal als astrologischer Sturm, ja, weil der ist im wahrsten Sinne des Wortes da oben gerade im Gange. Also Leute, Blossoming Abundance, was ist denn los mit mir hier? Abundance und die Karte Patience, ganz klar, ja. Ihr müsst geduldig sein. Interessant ist auch, wir haben die Karte Nummer 3, Karte Nummer 16, ergibt zusammen 19. Wenn man die 19 reduziert, sind wir wieder bei einer 10. 10 ist immer ein Ende und ein Neuanfang. Und auch die Karte Storm Warning hat die Nummer 10, wenn ihr es sehen könnt. So, jedenfalls, ganz klar, hier wartet eine Zeit von Fülle auf euch. Ja, und wahrscheinlich auch mehr, als ihr euch vorstellen könnt oder mehr, als wonach ihr gefragt habt beim Universum oder in euren Gebeten oder wie auch immer. Aber es erfordert Geduld. Ja, weil die Karte Patience ist eine Karte, die uns immer auch zeigt oder sagt, dass alles seinen Rhythmus hat, unabhängig davon, ob wir das mögen oder nicht. Ja, es ist, alles hat seinen Ablauf. Bei uns ist es hier auf der Welt, ja, im Frühling kommen die Knospen wieder raus und ne, alles bereitet sich auf den Sommer vor und es interessiert die Welt oder Mutter Erde überhaupt gar nicht, ob wir hier Ende November lieber Frühling oder Sommer hätten oder nicht. Ja, jetzt ist Herbst, Winterzeit und da ändert noch so viel. Oh Mann, oh, nie, ich mag das Wetter nie, nie, das typisch Deutsche, ja, das ändert nichts daran. Ja, und das ist genau das. Es ist hier eine Zeit von Geduld von euch gefordert und wenn es geht, möglichst ohne ständig zu meckern. Denn dieses ständige Meckern lässt eure Frequenz sinken, ja? Und zieht dann auch wieder Sachen auf dieser Meckerbasis an, okay? So, auf der Rückseite des Decks haben wir die 10 der Schwerter, Leute. Ein Ende von einem vielleicht mentalen Chaos oder wie gesagt von einem Zyklus, der euch vielleicht mental gefordert hat. Ja, die 9 der Schwerterkarte ist immer diese Karte, wo jemand sich total Sorgen macht, nicht schlafen kann und oh mein Gott, aber es ist auch immer ein Hinweis, die 9 der Schwerterkarte, dass es jetzt Zeit ist, das 10. Schwert in die Hand zu nehmen und diesen Zyklus zu beenden. Ja, und wann man das beendet, liegt ausschließlich an einem selber. Auch wenn man das Gefühl hat, man kann eine Sache nicht loslassen, auch dann liegt es an einem selber. Ja, wenn ich jetzt mal das romantische Beispiel nehme, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, und ich habe dann das Gefühl, ich kann die Situation, ich kann ihn nicht loslassen und ich frage dann entweder, was tust du dafür, um es loszulassen oder sie erzählen schon von alleine, ja, dann habe ich wieder auf ein Profil geguckt oder dann hat er mir wieder geschrieben, dann habe ich doch wieder geantwortet und dann hat er gesagt, ob wir uns nicht nochmal treffen sollen, reden sollen. Natürlich kannst du es nicht loslassen, wenn du dich zum 584. Mal mit jemandem triffst, um etwas zum 10. Mal zu besprechen. Natürlich kannst du es nicht loslassen, wenn du jeden Tag auf das Profil gehst von der Person oder der neuen Person, von der Person oder wem auch immer und dir immer wieder reinziehst, was die Leute da machen.
Ja, solange du nicht emotional wirklich über die Sache rüber bist, sabotierst du dich in dem Fall so natürlich selber. Ja, das ist genauso wie man aus, wie wenn man aus einer Beziehung kommt mit jemandem, der irgendwie ein Psycho ist und einen kontrolliert oder bedroht oder sonst irgendwas. Ja, wenn du diese Person, wenn du diese Sache wirklich cutten willst, dann kannst du die Person nicht entblockiert lassen oder wieder auf deren Anrufe oder wenn die Person vor deiner Tür steht und sagt, ja, okay, dann komm jetzt hoch und dann lässt du mich wirklich in Ruhe. Das funktioniert so nicht. Ja, man muss diese Person blockieren, die Türe nicht aufmachen. Wenn das ein richtiger Psycho ist, gehst du am besten zur Polizei und rufst jedes Mal die Polizei, wenn die Person wieder vor deiner Tür steht. Das ist langwierig und das ist fucking, ja, aber das ist der Weg, den du brauchst, um das Ganze loslassen zu können. Okay, anders funktioniert es nicht. Also jetzt nur mal beispielsweise, ja, um es mal wieder möglichst dramatisch darzustellen. Wir haben den Eremit, den Gehängten und vier der Schwerter. Klarer geht's, glaube ich, nicht. Jungfrauenenergie und Fischeenergie, ja. Der Eremit ist immer Innenschau, nach seinem Weg zu schauen, wo leuchtet der Stern oder wo führt der Stern mich hin, der hier leuchtet, ja. Und der Stern ist in dem Fall das, wofür dein Herz schlägt. Und nein, nicht für den toxischen Boy. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Herz für ihn schlägt, sondern dein unreguliertes Nervensystem schlägt für diesen toxischen Boy oder das toxische Girl. Ja, das sind einfach Gewohnheiten und alte Wunden in dir, die dein Herz höher schlagen lassen. Sondern es geht hier wirklich darum, etwas, was wirklich deine Lebensenergie triggert und füllt, ja, etwas, was du dir wirklich, was du für dich tun möchtest und was dich wirklich glücklich macht, ja, da, das ist etwas, was du bei dieser Innenschau vielleicht finden sollst oder was dein nächster Schritt sein wird oder. Interessant ist, dass der Gehängte hier in der Mitte liegt, weil der Gehängte ist auch eine Karte von Geduld, ja, denn es ist so eine Energie, wo es, die uns quasi, oder der Gehängte sagt uns, es gibt jetzt gerade für dich auf menschlicher Ebene nichts zu tun, außer geduldig zu sein und vielleicht Innenschau zu betreiben. Ja? Damit dann eben diese vier der Schwerter hier am Ende vollzogen werden können, heißt nämlich eine Phase der Heilung, die angetreten wird. Vielleicht auch eine Phase der Ruhe. Es kann auch eine Phase von Waffenstillstand sein, ja, sich selber zu schützen. Also ihr seht auch hier, sie liegt zwar hier in ihrem Nest, aber die Äste sind hier wie so Dornen dargestellt, ja. Und das ist so ein bisschen dieses, lasst mich in Ruhe, ich möchte heilen Energie. Ja, und dann auch wirklich nichts an sich ranzulassen, was dich davon abhält zu heilen. Die Mäßigkeit auf der Rückseite des Decks, Schütze-Energie, der innere Heiler. Vielleicht müsst ihr mal gucken, was euer Chiron-Placement ist in eurer Geburtschart. Das ist nämlich auch immer die Wunde, die wir in uns tragen, die wir oft sehr, ja, wo man Schwierigkeiten hat, diese Wunde zu heilen, beziehungsweise sehr oft ist man sich dessen nicht mal bewusst. Ja, ich war mir über meine Wunde unterbewusst, bewusst, aber erst als ich es in meiner Chart wirklich gesehen habe, habe ich mich abgeholt gefühlt und habe gesagt, ach so, das ist das Gefühl, was ich da in mir trage. Ja, das Gefühl wurde quasi für mich einmal schwarz auf weiß runtergeschrieben und dann konnte ich anfangen, damit zu arbeiten. Und auch die Mäßigkeit spricht von Geduld, die Dinge geschehen zu lassen. Der Eremit erklärt mit dem Tod, ups, Transformation von einem Herzensbruch, Heartbreak, Kummer mit den fünf der Schwertern auf der Rückseite des Decks. Und das ist auch mentales Spielchen, ja. Manipulation, kann natürlich auch sein, dass ihr euch da selbst sabotiert, wegen meinem Intro, ne, mit diesem ganzen Gucken gehen etc. Aber das hier ist ganz klar. Und jetzt fällt mir gerade ein, fünf der Schwerter und acht der Schwerter ergibt. Fünf der Schwerter und drei der Schwerter ergibt acht der Schwerter. Und in der acht der Schwerterkarte ist es schon jemand, der sich auch ein bisschen in diesem Mindset, in dieser Emotion drin hält. Ja, es werden sich jetzt wahrscheinlich einige von euch getriggert fühlen und sagen, als ob ich mich selber leiden lasse. Yes, girl, you do. Okay? You do. Und wem diese Konfrontation mit sich selber hier nicht passt, girl, geht zu einem anderen Channel. Bye. Okay? Keiner zwingt euch hier zu schauen. Das möchte ich auch noch mal sagen, im Anbetracht dessen, was ich hier in letzter Zeit für Kommentare bekomme. Keiner zwingt euch, auf meinen Channel meine Videos zu klicken und mein Gelaber hier euch anzuhören. Keiner zwingt euch, mich anzugucken, mein Gelaber anzuhören. Okay? Ihr macht es freiwillig und seid dann fake-hysterisch über das, was ich sage. Also im Grunde wie in der dritten Klasse. Ja?
Keiner hat dich gezwungen, mit Tom aus der Parallelklasse zu spielen. Du wolltest das und dann hast du rausgefunden, dass Tom aus der Parallelklasse dir nicht zusagt und du den scheiße findest. Und anstatt zu gehen und mit Niklas aus der anderen Klasse zu spielen, hast du dich dann vor Tom gestellt und gestampft und einen Tobsuchtsanfall bekommen, über den Tom dann lacht. Okay? Weil das ist das, was ich hinter meinem Handy mache. Über eure Kommentare lachen und sie in den Gruppenchat schicken. Also diejenigen, die ganz klar zu sehen sind, dass es einfach nur deine eigene Unzufriedenheit ist, die du versuchst, auf mich und meinen Channel zu projizieren. Jedenfalls, ja, Leute, hier, Transformation, okay, hier ist es ganz wichtig zu transformieren. Einige von euch werden hier auch noch mal mit Sachen konfrontiert, die euch betreffen, die vielleicht nicht so schön sind anzuschauen. Ja, vielleicht ist das auch der Moment der Stille oder dieser Moment der Pause, der hier eingeschoben wird vom Universum. Ja, dahinter ist die Welt, Leute. Ihr werdet jetzt nochmal mit Sachen konfrontiert, die nicht so cool sind, aber ihr müsst sie durchkauen, um dann dahin zu kommen, um zur vollständigen Heilung zu kommen. Ja, selbst wenn das nur 0,1%iger Rest von Kummer ist, den ihr in euch tragt, das Universum wird jetzt dafür sorgen, dass das weggespült wird, damit ihr diesen neuen Zyklus beginnen könnt. Haltet auch im Kopf, dass ja das neue Jahr auch beginnt. Ja, und die wenigsten Menschen wollen mit demselben Scheiß ins neue Jahr starten, mit dem sie das ganze letzte Jahr zu tun hatten. Der Gehängte erklärt mit 8 der Münzen und 6 der Münzen und dem Bube der Kelche. Zu lernen, eure Energien vernünftig einzuteilen. Das hatte ich eben, was habe ich hier vorgelesen? Skorpion-Energie habe ich hier. Und den Skorpion haben wir auch hier liegen. Also vielleicht, wenn ihr Skorpion in der Chart habt oder mit jemandem zu tun. Wir sind in Scorpio-Season. Vielleicht ist das einfach euer Gongschlag, euch dieses Reading anzugucken. Ja, weil es ist Energie letztendlich. Hier viel mehr als Sternzeichen. Ja, da sind auch noch ganz wenige hier gerafft. Es geht hier um Energie. Und ihr habt nicht nur ein Sternzeichen. Ja, wenn ich das immer, da könnt ihr mal kotzen, wenn Leute dann kommentieren, also ich würde denken, du bist das und das Sonnenzeichen. Bitch! Ich habe 12 Häuser in meiner Chart. Okay, wir haben nicht nur unser Sonnenzeichen. Ich habe Merkur, Venus, Uranus, Pluto, Stier, Chiron, North Node, South Node und was weiß ich was für Zeichen. Okay, die Energie, die du hier verspürst, ist eine Kombination aus allen Zeichen und Stellien, die ich in meiner Chart habe. Und nicht von meinem Sonnenzeichen. Okay, hört auf, sowas zu kommentieren. Weil jeder Mensch, der ein bisschen Ahnung von Astrologie hat, packt sich an den Kopf. Also, 8 der Münzen mit 6 der Münzen. Nutzt diese Zeit, um an euch zu arbeiten und an eurer Energieverteilung zu arbeiten. Nutzt diese Zeit, um zu überlegen, was für euch Nehmen und Geben bedeutet. Ja? Nutzt diese Zeit, um zu reflektieren, was wünschst du dir, was du bekommst von anderen Menschen oder in einer romantischen Beziehung und was bist du tatsächlich bereit zu geben? Ja, weil in den meisten Fällen sind Menschen überhaupt gar nicht bereit, das zu geben, was sie sich wünschen. Okay? Nutz auch die Zeit, um zu überlegen, ob du nicht vielleicht jemand bist, der viel zu viel gibt. Nutze die Zeit mit Bube der Kelche auf der Rückseite des Decks, um zu überlegen, ob du nicht viel zu sehr in deinem Tagtraum, in deiner Tagträumerei gefangen bist. Bist du in der Realität? Ist das, was du tagträumst, tatsächlich auch etwas, was du auf rationaler Ebene erreichen kannst, nicht weil manche denken, nichts ist unerreichbar, jeder kann alles erreichen, aber wenn ich jemand bin, der keinen Plan im Leben hat, jeden Tag in den Tag hineinlebe, ja, von mir aus jedes Wochenende, sobald alle anderen hier von meinen Freunden Zeit haben, mich besaufe, keinen Job habe, ja, und mein Tagtraum ist aber erfolgreich zu sein, ein Haus zu haben, ein Auto zu haben, einen erfolgreichen Ehemann zu haben und auf der gesellschaftlichen Leiter ein Stück hochzuklettern, ja, dann bringt es dir nichts, wenn du den ganzen Tag nur davon träumst, aber ein Pennerleben führst. Okay? Weil das ist ein Pennerleben, den ganzen Tag nichts zu tun, in den Tag hineinzuleben, am Wochenende saufen zu gehen und weiß ich nicht was. Ja, ich hatte ein Beispiel ist, zum Beispiel hatte ich mal ein privates Reading mit jemandem. Mit jemandem, der eben in dem Zeitpunkt zu seinem Leben nichts getan hat. Kein Job, bei Mama zu Hause gelebt,
Ja, eigentlich die ganze Woche nur darauf gewartet, dass alle anderen nicht mehr arbeiten müssen. Und dann hatte die Person sich gedacht, okay, dann kann ich ja jetzt vielleicht auch mal mit einem spirituellen Business starten, vielleicht, ja. Und hat mir dann erzählt, wie sie sich das so vorstellt. Und das war völlig an der Realität vorbei. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, dass ich froh bin, dass sie das jetzt gesagt hat und dass sie dieses Reading bei mir gebucht hat, weil ich ihr jetzt einen Reality-Check gebe, was es wirklich bedeutet, dieses Business zu starten. Ja, das ist nicht nur hier, oh, ein paar Thumbnails für YouTube kreieren und die Videos machen. Da steckt viel, viel mehr dahinter, wie zum Beispiel auch krank sein. Ja, in einem Angestelltenverhältnis bedeutet krank sein, dass du trotzdem bezahlt wirst. Bin ich nicht krank, werde ich nicht bezahlt. Okay? Das sind Sachen, die Leute dann oft ausblenden oder wo sie einfach an der Realität vorbeiträumen. Und das gilt es hier für euch zu tun, zu überlegen, wo stehe ich und was wünsche ich mir? Was träume ich und was ist real gerade? Ja, und wie groß ist die Kluft dazwischen? Es sagt keiner, dass ihr das nicht erreichen könnt. Aber ihr müsst schon real mit euch selber sein und überlegen, wo ihr steht und wo ihr hin wollt. Vier der Schwerter erklärt mit Bube der Münzen und vier der Münzen. Und da haben wir die acht der Schwerter, von denen ich eben gesprochen habe, okay? Es ist hier für einige von euch auch wichtig, ihre Pläne, die sie haben, besonders dann, wenn es Geld betrifft oder irgendwie so Dinge wie sich etwas an eine Anschaffung zu machen, ein Haus, ein Auto, was weiß ich, sagen wir jetzt mal, du möchtest Fotografie machen und du kaufst dir eine Kamera etc. Babbelt darüber nicht so viel, okay? Teilt das nicht zu diesem Zeitpunkt, gerade besonders zu diesem Zeitpunkt energetisch gesehen und zur Scorpio Season, weil die schlechte Seite oder Negativ-Schattenseite von Scorpio ist nämlich auch Neid und Missgunst, ja, zum Beispiel Rache etc. Ihr solltet gerade aufpassen, eure Pläne nicht mit allem und jedem zu teilen, weil es könnte jemanden geben, der versucht, euch das zu vermiesen. Ja, und überlegt hier ganz klar, sieben der Stäbe und dann die sechs der Kelche. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier wirklich alles oder schützt euch einfach. Schützt euch vor zu vielen niedrigen Energien, damit ihr auch selber mal gucken könnt, was ist mein Mindset und was mache ich mir hier eigentlich selber vor, weil wir alle machen uns jeden Tag irgendwie selber was vor. Okay, ob es bewusst oder unbewusst ist, auch ich. Also ich mache halt eben jeden Abend auch nochmal Resümee, beziehungsweise ich reflektiere mich sehr oft und sehr gut selber. Ich gehe konstant und ständig mit mir selber ins Gericht, aber das ist etwas, was viele Menschen nicht können oder noch lernen müssen. Ja, ich möchte hier auch ganz klar darauf hinweisen, dass ihr aufpassen solltet vor denjenigen, die gerne und viel feiern gehen. Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr seid oder inwiefern ihr euch damit beschäftigt habt. Aber auch feiern gehen ist etwas, was sich auf niedriger Frequenz bewegt. Ja, und das ist nicht nur wegen Alkohol oder sonst irgendwas, sondern auch diese ganzen Energien, die da aufeinandertreffen. Die meisten Menschen gehen immer und obsessiv feiern, um aus ihrem Alltag zu flüchten, um Dinge zu verdrängen, um sich nicht mit Sachen auseinandersetzen zu müssen, um ihr Ego zu befriedigen, um ihre Leere zu füllen. Das sind alles Energien, die hier unten schwingen. Ja, und wir sind alle Teil vom großen Ganzen. Heißt, wenn ich in ein Etablissement gehe, um feiern zu gehen, ja, ich nehme jetzt mal spezifisch auch Hip-Hop-Clubs für diejenigen, die gerne Hip-Hop feiern gehen. Ja, auch ich bin eine ganze Zeit lang gerne Hip-Hop feiern gegangen. Aber genau das ist es eben. Wenn ich mich in so ein Etablissement begebe, bin ich da ein Teil vom großen Ganzen. Ja, ich kann hingehen und mir vorher meine Schutzkugel vorstellen, bliblablub, ja, aber ich bin trotzdem Teil vom großen Ganzen. Heißt, ich werde zwingend diese Energien in irgendeiner Form auch ein bisschen aufnehmen. Ja, also passt auf mit solchen Sachen zum jetzigen Zeitpunkt, Leute. Ich lasse euer Reading hier. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Geht das Tastro-Update gucken. Private Readings sowie oder Infos zu privaten Readings sowie zum Conscious Club oder meinen Instagram-Accounts findet ihr alles in der Infobox. Da findet ihr den Link zu meiner Website oder zum Conscious Club sowie meine Ads für Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Resttag und wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye bye!